gemeinsam in Frieden und ohne Grenzen leben wollen, so wie John Lennon es prophezeit. Nur weil dieser Organismus ab und zu krank ist, und zwar insbesondere dann, wenn einzelne Parasiten oder Teilchen oder wie auch immer man sie bezeichnen will, daran interessiert sind, seine Funktionsweisen zu brechen und sein Immunsystem, nämlich den Sicherheitsgrad, angreifen. Nur weil das ab und zu der Fall ist, heißt es nicht, dass das Ganze als Organismus oder als Idee gescheitert ist. Letztendlich zeigen die Einzelgänge innerhalb des Weltsicherheitsrates, wenn die Russen mal wieder sagen, in Syrien erlegen wir ein Veto ein, oder wenn die US-Amerikaner sagen, im Israel-Konflikt erlegen wir ein Veto ein. Dann insbesondere sehen wir, dass die Einzelgänge eben fatal sind für die Weltgemeinschaft, dass sie Konflikte perpetuieren. Und das bestärkt sich und stärkt die Idee der UN, die ursprünglich 1949 zugrunde ging. Als er angefangen hat zu reden, der lieber Alex, hat er gesagt, Grundsatz 22. Jahrhundert sei unsinn und absurd. Wir glauben, diese These ist von mir selbst absurd. Gerade in unserer Welt, in der die Konflikte, wie zum Beispiel die Klimaerwärmung etc., globale Probleme sind, in der die Menschen sehr viel kürzere Strecken zueinander haben, aber auch geistig viel stärker vernetzt sind durch das Internet. Gerade in unserer heutigen Welt brauchen wir diese Nähe zueinander und diese Kooperation, weil kein einzelner Staat mehr autonom ist, weil kein einzelner Staat mehr autark ist. Und diese Organisation ist die Umsetzung dieser Idee noch nicht. Ich glaube, das größte Problem dieser Debatte ist, dass die UN einerseits als Idee existiert und auf der anderen Seite als Organisation. Wenn ich die Motion richtig lese, dann geht es hier darum zu beweisen, dass die Idee gescheitert ist. Das ist das, was diese Seite tut, indem sie sagt, die Umsetzung dieses Prinzips in der Form, wie sie wir heute haben, ist nicht immer erfolgreich und daher ist auch die Idee gescheitert. Was ich sage ist, nein, gerade weil die Organisation nicht perfekt ist, gerade weil sowohl der Völkerbund von 1919 bis, ich weiß gar nicht, wann aufgehört hat zu existieren, ja, wahrscheinlich während des Zweiten Weltkrieges, nein, danke, und die UN, weil sie nicht perfekt sind, lebt die Idee umso stärker in unseren Köpfen. Diese Idee ist es eben, diesen Frieden im Sinne John Lennons zu gewährleisten. Dass sie idealistisch ist, ist doch ein notwendiger Teil davon. Dass man nicht alles davon umsetzen kann, ist klar, denn wir Menschen sind obwesend. Wir haben unsere Triebfeder dadurch, dass wir etwas erreichen wollen, was möglicherweise gar nicht zu erreichen ist. Hätten wir nicht Icarus gehabt, würden wir heute nicht diesen Flieger haben. Das ist der Punkt. Wir haben Ideen, die irgendwann einmal verwirklicht werden. Und hier geht es ja darum zu zeigen, dass wir die UN unmittelbar brauchen, also auch kurzfristig. Und hier hat Uwe ganz klar gezeigt, Scheitern muss man definieren für eine Organisation, so dass wir sagen, wir können doch ohne sie. Der hat ganz keine Zeit, wir brauchen sie zu lösen, wieder Konflikte. Wenn es um die Idee geht, dann geht es um etwas mehr. Dann geht es darum zu zeigen, eine Idee ist ja letztlich etwas Vages, ein Konstrukt, etwas, was nur in den Köpfen ist, etwas, was darauf führt zu existieren, wenn keiner mehr diese Idee in sich trägt. Und was wir sagen ist, gerade eben dadurch, dass wir heute immer wieder beobachten, was passiert, wenn einzelne Staaten Einzelgänge machen, so wie wir das heute im Ukraine-Konflikt sehen, so wie wir das heute in Syrien sehen. Gerade dadurch, dass wir sehen, was passiert, wenn man nicht von oben reingreifen kann, wie in Syrien, und die Situation lösen kann, gerade da gibt es die Probleme, gerade da sterben die meisten Menschen. Genau deswegen wird die Idee, dieses Ideal umzusetzen, umso stärker, und sie wirkt umso stärker als moralischer Anspruch in unseren. Und ich möchte noch ganz kurz, eine Idee ist wichtig und richtig, aber wenn sie in die reale Welt kommt, in der Umsetzung, dann ist alles, was die erste Regierung sagt, von größtem Belang, weil eine Idee lebt in den Köpfen, aber wir leben in der Welt und dort müssen wir uns mit sowas beschäftigen. Also willst du gar nicht über die Idee reden, das ist von mir aus in Ordnung, wir können noch über die Organisation reden. Und da ist es halt nun mal so, es gibt bestimmte Erfolge der UN und es gibt bestimmte Dinge, wo sie scheitert, aber hier ist das Relevante, das Scheitern in den Gruppen so stärker war. Wo ist denn die UN gescheitert? Sagen wir mal Ruanda. Wo ist sie noch gescheitert? Worüber können wir nachdenken? Naja, vielleicht im Irak. Wir konnten die USA nicht davon abhalten, einzugreifen. Das sind so einzelne große Beispiele. Die Tatsache, dass die UN, und das habt ihr ja ganz groß ausgenommen, aber als Idee eben anzufassen, also Kultur, alle Bereiche unseres Lebens, Kultur, Ernährung, Kinder, Gleichberechtigung von Frauen, Menschenrechte, alles das haben wir in den meisten Ländern der Welt. Diese Seite hat so ein paar Dinge gesagt, und damit habt ihr versucht zu zeigen, die UN sei irre. Ihr habt gesagt, da steht so,
Firming und ihr habt gesagt, das ist ja so weich und das ist ja so ein zahnloser Tiger. Ist doch Quatsch. Ist doch gut, dass wir besorgt sind. Ist doch gut, dass wir Dinge bestärken. Ist doch gut, dass wir an etwas glauben. Das ist doch gut, wofür wir es da ist. Dass wir uns hier alle gemeinsam auf etwas fokussieren können und sagen, das ist gut. Ich sage, es ist überhaupt nicht schlimm, dass man diese Werte immer und immer und immer wieder vertritt. Dann habt ihr gesagt, weil sie nicht schnell genug reagieren. Zum einen würde ich in Frage stellen, ob ein Konflikt wie Syrien ohne UN erfolgreicher gelöst werden würde. Denn ihr habt immer gesagt, nein, gut, die bringst du irgendwie nicht hin und dann gibt es diese Konflikte. Die gäbe es in viel stärkerem Maße ohne diese Organisation. Das andere ist, dass natürlich diejenigen, die in Konflikten betroffen sind, zunächst einmal auch selbst ihre Probleme lösen sollen. Aber die UN ist ja auch eine Art subsidiärer Mechanismus. Es ist auch eine subsidiäre Idee. Wenn die Leute keine Probleme haben, braucht ihr darauf nicht eintreten. Die UN, insbesondere zum Beispiel, wenn man sich den internationalen Gerichtshof oder so anschaut, hat Mechanismen umgesetzt, aus der Idee heraus abgeleitet, dass man eben einen unabhängigen Richter braucht, der zwischen Staaten richtet, wenn sie ein Problem haben und dieses nicht lösen kann. Das ist etwas, was viel tatsächlich verhindern kann. Das ist das, was wir brauchen. Unbeteiligte, die von oben etwas schauen und sagen, nein, nein, macht bitte. Löst es bitte mit Verstand. Und das ist